Herzlich willkommen zu unserem Q&A aus dem Trainingslager in Ummark. Bei mir Platz genommen hat unser Geschäftsführer Sport Andi Schicker. Unsere Fans haben die Möglichkeit, in den Kommentaren die Fragen zu stellen. Und Andi, dann legen wir mal gleich los mit der ersten, hätte ich gesagt. Dementsprechend waren die Spiele dann auch gut und alles andere ist ja perfekt. Also das Hotel ist perfekt, Plätze habe ich schon angesprochen. Denke einfach auch, dass es vom Klima so ist, dass es jetzt nicht zu warm ist, also vielleicht wie in der Türkei, weil man darf auch nicht vergessen, am Sonntag geht es los gegen den WRC und da wird es so sein, dass uns richtige Minusgrade erwarten und von dem her denke ich, dass wir uns da wirklich optimal vorbereiten können. Du hast die zwei Testspiele schon angesprochen, es ist gegangen gegen NK Osijek und gegen MOL Fehervar, zwei Siege. Welche Erkenntnisse hast du aus diesen Spielen mitgenommen? Es haben ja immer wieder viele Junge auch Einsatzminuten bekommen bei diesem Spiel. Habe ich schon vorweg kurz angesprochen, sehr positive. Also NK Osijek, Zweiter zurzeit in Kroatien, sehr gutes Testspiel aus meiner Sicht, sehr hohe Intensität. Da ist gleich von der ersten Sekunde richtig zur Sache gegangen. Auch das zweite Spiel gegen MOL Fehervar, wo wirklich auch Fehervar technisch eine sehr, sehr gute Mannschaft war, war absolut okay. Und vor allem dann auch zweite Halbzeit, unsere Jungs haben das dann immer sehr, sehr gut gemacht, haben sehr mutigen Fußball gespielt und muss man schon ganz klar sagen, auch wenn man das diese Entwicklung nimmt von Sommer, wenn ich die Testspiele hernehme im August zu jetzt im Jänner, haben die Jungs einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht und sind einfach in dem System, was man jetzt spielt, auch schon viel besser vertraut und haben da sicher positive Werbung für sich gemacht. Dann gehen wir mal ein bisschen rein in die Fragen, die schon reingekommen sind. Christoph Holodnik fragt, welcher Spielertyp mit welchen Attributen wird im Sommer für die Offensive gesucht? Das ist ein bisschen ein Ausblick auf den Sommer, beziehungsweise gibt es diesen Spielertypen vielleicht auch schon in einem unserer Nachwuchsmannschaften? Grundsätzlich ist es so, dass wir für jede Position ein ganz genaues Anforderungsprofil erstellt haben und natürlich haben wir nach diesem Anforderungsprofil auch die Augen offen. Das ist einfach in meiner Position meine Aufgabe. Muss aber ganz klar sagen, dass unsere Jungs in der Offensive das derzeit wirklich sehr, sehr gut machen und auch im Laufe des Herbstes eine richtig gute Entwicklung genommen haben. Ich glaube, wenn ich jetzt nur die Dezember-Spiele hernehme, mit 4 Tore gegen die Austria, 3 Tore Admira aus St. Pölten, denke ich, dass wir da schon einen guten Schritt da gemacht haben. Und auch aus dem eigenen Nachwuchs kommt da einiges noch. Auch wenn ich jetzt denke, dass mein Grinzer noch Lafmitz verliehen haben, der was das gut dort macht. Da gibt es dann viele Möglichkeiten. Wir werden das auch weiterhin genauer anschauen, bewerten. Aber Fakt ist schon, dass wir natürlich die Augen offen haben. Jetzt einmal gut gegen den WRC reinstarten wollen und dann schauen wir weiter. Vom Markus Pinter kommt, sehr geehrter Herr Schicker, vorerst einmal Gratulation zur guten Arbeit. Der aktuelle Kader scheint für ihn aber etwas zu groß zu sein. Es ist zu befürchten, dass junge Talente wenig Einsatzzeit bekommen. Wie sind die Planungen dahingehend? Es laufen im Sommer ja nur wenige Verträge aus, beziehungsweise welche Jungen haben als nächstes jetzt realistische Chancen, Einsatzzeiten zu bekommen? Am Anfang danke für die Glückwünsche. Da kann ich Herrn Binder nicht ganz zustimmen, was die Größe des Kaders angeht, weil wir haben ja zu Beginn der Saison ganz bewusst jetzt den Kader von den gestandenen Spielern reduziert und wir sprechen da jetzt von 13, 14 Gestandenen und die Restkaderplätze haben wir die jungen Spieler die Möglichkeit gegeben. Es sind ja jetzt auch im Trainingslager, wie man jetzt eben die Testspiele schon gesehen hat, etliche Spieler mit Jahrgang 2000 und jünger da mit dabei. Es war auch ganz klar der Plan, dass jetzt die zwei Jungen, die am weitesten waren, mit der Geierhofer Trummer, da hat man ja auch gesehen am Anfang, dass sie schon Spiele bekommen haben, leider dann sie verletzt haben. Und letztendlich ist es ja auch so, dass man Amadou Dante, Jahrgang 2000, jetzt als Top-Performance auf der linken Seite abgegeben hat, aber auch der David Nemeth, was er 2001 sogar ist, einen sehr, sehr guten Herbst gespielt hat. Also von dem her denke ich, dass junge Spieler sowohl die Möglichkeit haben, aber ich will schon ganz klar sagen, auch, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, jetzt auch im Trainingslager, aber im Trainingsbetrieb, sich zu zeigen, Gas zu geben und dann letztendlich müssen sie sich dann schon selber durchsetzen und selber dann auch, wenn sie einmal eine Chance kriegen, die sie dann auch nützen. Aber von der Grundplanung her haben wir das ganz klar berücksichtigt, auch, dass junge Spieler im Kader einen Platz haben und dann
letztendlich liegt es dann bei einer selber. Mhm. Dann kommen wir vielleicht zu einer Frage, die unseren Fans immer wieder auf den Lippen brennt, die kommt immer wieder. Jürgen Schober schreibt, was passiert mit Esse? Er ist ja jetzt nicht mit im Trainingslager, wie ist der Plan mit ihm? Gibt es da schon eine Einigung für seine Zukunft? Es hat sich ja da sehr wenig geändert zum Sommer. Im Sommer war es so, dass wir vier Spielern vor Trainingsbeginn im August klar mitgeteilt haben, dass wir nicht mehr mit ihnen planen. Da war auch der Esse dabei. Mhm. Leider ist es so gewesen, dass er dann in der Sommertransferzeit nicht gewechselt ist. Ja, es hat Möglichkeiten auch gegeben. Da hat sich einfach nichts geändert. Er spielt in unseren Planungen keine Rolle mehr. Und dementsprechend werden wir jetzt versuchen, im Winter eine Lösung zu finden. Mein Wissensstand ist auch im täglichen Austausch mit seinem Berater, dass es Interesse gibt, ja, von anderen Vereinen. Aber Stand heute jetzt auch nichts Konkretes am Tisch liegt, sodass man ausgehen kann, dass er jetzt nicht morgen irgendwo hinwechselt. Aber Fakt ist, dass man mit Esse nicht mehr planen. Mhm. Dann gehen wir vielleicht ein bisschen ins Strukturelle. Der Markus Menzer fragt, wie sehen Sie die Kooperation mit Kapfenberg? Hat es bereits gewünschte Ergebnisse gebracht, junge Spieler nach Kapfenberg zu schicken? Oder hätten Sie sich da gewünscht, dass die Spieler dort mehr Einsatzzeit bekommen? Es war uns sehr wichtig, dass die Jungs, wo wir geglaubt haben, das ist Regionalliga, da haben sie nicht mehr die richtige die Leistungsstufe, sage ich jetzt einmal, dass wir eben in der zweiten Liga einen Verein suchen, wo sie eben Spielpraxis bekommen. Es war dann so in Kapfenberg, dass ja, Giuliani am Anfang gespielt hat, dann leider nach einer Verletzung nicht mehr so viel gespielt haben. Bei Vinia Moa, der ist sehr spät auch nach Kapfenberg gekommen, hat sich dann im Laufe der Herbstsaison schon immer wieder Einsatzzeit bekommen. Und beim Oliver Bacher war es so, dass es einfach nicht funktioniert hat und den haben wir jetzt auch zurückgeholt. Trotzdem sehe ich die Kooperation so, dass es einfach für mich auch Erkenntnis ist, wenn die Jungs dann dort nicht spielen, ja, weil es ist dann trotzdem Sturm Graz noch ein größerer Verein und es ist trotzdem für mich dann am Ende oder für uns alle dann eine Erkenntnis. Aber ja, grundsätzlich bin ich noch immer positiv der Kooperation gegenüber, auch wenn die Einsatzzeit vielleicht jetzt nicht so ja, erwünscht oder wo wir sie mehr erhofft haben. Vertragsgespräche fallen natürlich auch in deine Agenden. Da gibt es zwei Prominente, deren Vertrag ausläuft, Janča und Hirländer. Gib uns einen Einblick, wie schaut es bei denen aus? Es war so, dass ich mit beiden Spielern, mit Hirli und mit Janča, im Laufe des Herbstes schon immer sehr, sehr gute Gespräche geführt habe und ihnen auch die Situation im Verein grundlegend jetzt erklärt habe. Und es ist nach wie vor so, wir haben gute Gespräche. Und ich denke, dass wir bald zu einem guten Ende kommen werden. Wir sind ganz in konkrete Gespräche mit den Spielern selber, aber auch mit den Managern. Und von dem bin ich sehr positiv gestimmt, dass auch beide Spieler weiterhin in Graz sein werden. Mhm. Einen Trainingsgast haben wir letzte Woche auch gehabt, den Jan Stefanon von Hohenems. Der Wolfgang Reis-Bernhard fragt, kommt der Stürmer von Hohenems zu Sturm oder wie schaut es bei dem aus? Stefanon ist uns ja im Cup-Spiel gegen Hohenem sehr, sehr positiv aufgefallen und hat ja vor allem erste Halbzeit auf unserer linken Seite massive Probleme bereitet. Aufgrund dessen bin ich da drauf geblieben und habe dann versucht, ihn einzuladen zu einem Probetraining. Es war dann so, dass man sich vier Tage Anfang Jänner angeschaut haben. Es war halt schon so, dass wir vom ersten Tag an jetzt keine normale Vorbereitung haben, weil vom 4. Jänner bis zum 17. Jänner war jetzt nicht so lang bis zum ersten Spiel, von denen hat müssen der Christian Ilzer vom ersten Tag auch in taktische Einheiten gehen. Es war jetzt vielleicht jetzt auch nicht immer so, dass wir dann den Hauptfokus auf ihn gehabt haben. Trotzdem hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Und ja, er hat definitiv Potenzial, natürlich von Hohenems zu Sturm Graz. Das ist ein Riesenstep, das muss man sich dann auch anschauen, ob das dann auch schon reicht, aber grundsätzlich sehe ich das einfach womöglich aus Perspektivspieler und man muss dann einfach schauen, wie man dann weitermacht und dann werden wir sehen, ob der Stefan zu uns kommt, aber da ist noch keine Entscheidung gefallen. Frische Frage, gerade reingekommen von Dominik Schneider. Denkt man daran, öfters Spieler aus Afrika zu holen, da ja Dante richtig gute Leistungen zeigt? Ja, es ist ja unser, mit Namadou Dante, das war der erste Spieler, den wir direkt von Afrika zu Sturm Graz geholt haben, dann in weiterer Folge gleich nach Hartberg verliehen haben.
ich denke, ja, das hat sehr, sehr gut funktioniert und gibt mir schon Mut, auch in Zukunft natürlich auch auf diesen Markt ein Auge offen zu halten. Man darf aber nicht vergessen, dass wenn Spieler direkt von Afrika nach Europa kommen, dass das schon richtig Manpower im Verein braucht. Also, man kann auch gerne bei Martin Ehrenreich, den Teammanager, nachfragen, mit welchen Sachen das er dann auch zu tun hat, auch in der täglichen Arbeit. Also das ist dann schon viel Aufwand da. Aber natürlich, wenn ihr seht, wie Adante, Amadou Dante dann dankbar ist, dass man ihn von Afrika holt und das auch dann Woche für Woche zurückgibt, ja, dann ist das sicher ein Markt, was spannend ist. Und das Gleiche ist auch mit Franz im Beppo, wo ich einfach das Gefühl habe, ja, der will unbedingt um jeden Preis in Europa bleiben und sich da durchbeißen. Und ja, sicher sind vor allem charakterlich ja, sehr, sehr positive Typen und ja, machen wir einfach Freude, wenn ich die jeden Tag beim Training sehe. Und auch super beliebt bei der Mannschaft, was man so mitkriegt, oder? Auf alle Fälle. Also ich habe schon gesagt, es sind ganz, ganz positive Charaktere, Spieler und ja, sind richtig beliebt. Und ja, denke einfach, wie ich schon gesagt habe, da muss dann viel zusammenpassen, auch wenn man einen afrikanischen Spieler holt von Afrika. Das ist nicht für den Zuschauer jetzt so nicht so, dass man sagt, okay, da ist einer, denn da ist natürlich viel Arbeit dahinter, viel Papierkram auch zu erledigen. Aber wie gesagt, bei beiden Spielern bin ich absolut zufrieden und hat sich dieser Aufwand zu 100% ausgezahlt. Ein ehemaliger Sturmspieler ist zu unserem nächsten Gegner gewechselt, Thorsten Röcher zum WRC. Thomas Doppelhofer fragt, war Thorsten Röcher jemals Thema bei Sturm? Der Thorsten Röcher ist aus meiner Sicht ein super Spieler. Ja, und ich finde auch, der WRC wird auch Freude mit ihm haben. Ja. Aber man muss ganz klar sagen, man hat sich im Sommer schon kurz mit der Personale beschäftigt. Aber wenn man unseren Weg jetzt im Laufe des Herbstes sich genau anschaut und auch unsere Transfers anschaut, dann hat der Thorsten einfach jetzt nicht in unser Anforderungsprofil gepasst. Ja. Und von dem her ist, glaube ich, die Frage jetzt relativ schnell beantwortet. Dann gehen wir zum Otter Kitterspiele. Der Philipp Rabel hat gerade kommentiert, wie sieht die vertragliche Situation bei Otter aus? Gibt es bereits Bemühungen, ihn zu verlängern oder wird er den SK Sturm in der Zukunft verlassen? Otter Kitterspiele hat noch bis Sommer 22 Vertrag, also 1,5 Jahre. Wir wissen ja, glaube ich, alle, was wir an Otter haben. Also ist ja auch so, dass er nicht nur auf dem Platz uns alle begeistert, sondern auch abseits des Platzes ein top bodenständiger Charakter ist, was mit allen Tugenden, was er mitbringt, perfekt zum SK Sturm passt. Und es ist so, dass es Gespräche gibt, auch über eine Verlängerung mit ihm zu sprechen. Muss man schauen dann letztendlich, ob uns das gelingt. Aber ja, grundsätzlich bin ich sehr froh, dass wir ihn Otter im Kader haben. Aber wenn ich jetzt das Gesamtsystemkonstrukt bei uns anschaue, darf der SK Sturm auch niemals für einen Spieler abhängig sein. Also, wenn dann für den Otter Kitterspiel im Sommer der nächste Schritt kommen sollte, ja, und das für alle Parteien dann passt, ja, dann muss man aus SK Sturm sagen, okay, war eine super Zeit und man muss sich dann mit anderen Sachen beschäftigen. Darf nicht so sein, dass wir von einem einzelnen Spieler abhängig, so weit darf es nicht kommen. Wir sind jetzt mitten in der Transferzeit und der Sepp Schöttl fragt, muss man als Sturmfan nervös werden in der Transferzeit bezüglich Abgänge und Nerventropfen schlucken oder kann man beruhigt schlafen bis zum Ende dieser Transferzeit jetzt? Also ich schlafe noch sehr, sehr gut. Es ist immer ein gutes Zeichen dann. Ja, es ist auch so, dass ich Stand heute von keinem einzigen Spieler jetzt eine offizielle Anfrage gibt. Und ich gehe davon aus, dass es auch ja, bis zum Ende der Transferzeit am 8. Februar ja, sehr ruhig bleibt. Und ich hoffe, dass wir dann mit der Mannschaft, was jetzt im Herbst sehr erfolgreich war, auch ins Frühjahr gehen können. Ruhig bleibt, was Neuverpflichtungen betrifft oder auch ruhig so umgekehrt? Zu Beginn auch schon gesagt, beim ersten Medientermin in Messendorf, also solange erst kein Spieler uns verlässt, wird auch kein neuer kommen. Das ist definitiv so, weil sie auch die Jungs sehr, sehr gut gemacht hat im Herbst und ich überhaupt nicht das sehe, dass wir da irgendwas verändern sollten jetzt. Und von dem her denke ich, dass sie in beide Richtungen sehr, sehr ruhig bleibt dann. Wie ist die Stimmung aktuell im Trainingslager? Ist auch reingekommen als Frage. Sehr, sehr gut und positiv. Also man merkt, glaube ich, dass wir im Sommer schon sehr viel investiert haben, dass wir eben eine Truppe werden,
eine gute Mannschaft werden, haben dann auch Teambuilding-Sachen am Berg gemacht und ich denke einfach, das hat dann schon Früchte getragen, aber letztendlich hat es die Mannschaft dann auch selber geschafft, weil sie auch selber viel in die Richtung investiert haben, dass ja eine richtig gute Einheit werden. Und ich glaube, wenn man jetzt den Herbst sieht und vor allem die Spiele im November und Dezember, ich glaube, das war auch für jeden Sturmfan dann sichtbar, dass da was am Entstehen ist, wenn ich gesehen habe, wie die Ersatzspieler mitfiebern und irgendwo Teil von dem Ganzen sein wollen. Ja, das hat mir sehr viel Freude bereitet und auch die Stimmung merke ich jetzt auch vom ersten Tag, wo wir wieder gestartet sind, am 4. Jänner und jetzt auch im Trainingslager. Also, es rennt der Schmäh, es läuft gut, aber es ist auch immer so, dass ich bei den Spielern sofort oder immer das Gefühl habe, wenn es dann losgeht, und dann Richtung Trainingsplatz sind, dass jeder sofort wieder voll fokussiert ist und jeder 100% seine Aufgabe erfüllen will. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man diesen Switch dann einmal wieder schafft und das Gefühl habe ich bei der Mannschaft zu 100%. Du hast David Nemeth vorher hervorgehoben als einer von den Jungen, der sehr viel Einsatzzeit bekommen hat. Der Stefan Fritz fragt, gibt es eine Möglichkeit, Nemeth über den Sommer hinaus zu behalten eventuell? David Nemeth, der Leihvertrag bis 30.06.2021, dann endet der. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Bin natürlich auch jetzt schon in Gesprächen mit seinem Berater, wo man schon natürlich auch über den Sommer hinaus plant, das ist ja auch ganz klar. Und kann man jetzt noch nicht sagen zu dem Zeitpunkt, in welche Richtung das geht. Aber wenn es eine gute Möglichkeit auch gibt, wie sich der David entwickelt hat, wie er sich, glaube ich, dann auch letztendlich wohlfühlt in Graz, wäre es natürlich eine gute Geschichte. Mhm. Eine Frage noch von Dominik Schneider. Wenn Sie sich einen Spieler dieser Welt für die aktuelle Mannschaft aussuchen dürfen, welcher wäre es? Gar keinen, weil ich, wie schon gesagt habe, die Mannschaft, so wie sie jetzt ist, taugt mir, die funktioniert und wie gesagt, wenn kein Spieler geht, wird keiner kommen und jeder Spieler, was jetzt kommt, wenn er der Beste der Welt sein sollte, würde nur für Unruhe sorgen und das hat sich die Mannschaft nicht verdient, dass man da irgendwas durcheinander wirbelt. Von dem her glaube ich, dass egal wer mir angeboten wird und wer dann auch letztendlich möglich ist, ich würde ihn ablehnen. Okay, und über Janča haben wir schon gesprochen, über mögliche Verlängerung. Persönliche Meinung von dir über Janča als Stürmer? Also ich persönlich würde sagen, hat funktioniert, schreibt der Patrick Weiskirchen. Ja, ich denke einfach, dass der Christian Ilzer sehr früh erkannt hat, wo ein Janča dann am besten in seinem System hinbringen kann und soll. Und das hat einfach perfekt funktioniert. Und der Janča gibt es Wochen für Wochen zurück, nicht nur mit Toren und Assists. Hat jetzt auch eine super Rolle gefunden in der Mannschaft, wie er mit den jungen Spielern umgeht, wie er mit ihnen spricht. Und bin sehr, sehr glücklich darüber, dass auch ein Spieler, der was jetzt Sturm Graz schon sehr lange kennt, sehr lange da ist und dass der auch so richtig gut funktioniert. Dann schließen wir ab mit dem Maxi Schreiner, ein Sturmfan. Danke, Andi, dass du so eine tolle Mannschaft zusammengestellt hast. Ich glaube, dem können wir uns anschließen. Alles Gute für die Frühjahrssaison und für die letzten Tage im Trainingslager. Danke, Andi. Gerne.